Servus Leute, hier ist Allgemeinfühl. Ich habe vor 10 Minuten noch ein Video angefangen und ich habe mir jetzt diesmal überlegt, das ganze Team zu machen, wie ihr es direkt sieht. Und hier fangen wir schon an mit Deske. Er hat 5, Hechten 85, Ballsicherheit 71, Abschlag 85, Reflexe 87, Geschwindigkeit 51 und Positionsspiel 74. Ich habe ihn für 1,5 gekauft. Jetzt kommen wir zu Kyle Walker. 91 Tempo für einen Rechtsverteidiger, ist jetzt mega schnell. So. Schießen hat er 62, Passen hat er 70, Dribbling hat er 76, Verteidigung hat er 77 und Kopfball 78. Wie gesagt, ich habe ihn für 2 diesmal gekauft. Jetzt kommen wir zu Smalling. Der hat einen sehr, sehr schlechten Schuss. 22. Haben für 59 gekauft, das hat aber schon noch so einen schlechten Schuss. Ich habe mit dem aus der zweiten Reihe oder ersten Reihe also direkt geschossen und der war sofort daneben. Aber Kopfball war mega, sehr stark. Also fangen wir an. Tempo 74. Schießen 22. Mega schlecht. Passen 62. Dribbling 61. Verteidigen 80 und Kopfball 75. Gekauft für 950. Jetzt kommen wir zu Thomas Willem. Wer malen? Er hat sackstarke Verteidigungswerte. Also hier diesen sackstark. Da sind so, naja. Gekauft habe ich ihn für 1700. Und ja, Werte sind Tempo 70, Schießen 65, Passen 71, 73, Dribbeln, Verteidigung 83 und 85 Kopfball. Jetzt kommen wir zu Gibbs. Kieran Gibbs. Jerome Gibbs. Tempo hat er 84, Schießen hat er 58, Passen hat er 74, Dribbling hat er 71, Verteidigung hat er 75, 71 und 75 Verteidigung und Kopfball hat er 66. Gekauft für 1,2. Der nächste ist Wilshere. Jack Wilshere. Habe ich für 1,6 gekauft. Seine Attribute sind 77 Tempo, 68 Schuss, Passen 83, 83 Dribbling, 72 Verteidigung und 63 Kopfball. Kauft für 1,6. Jetzt kommt Fellaini. Ich habe ihn für 100 weniger bekommen, für 1,5. Auch mit 1,6, Entschuldigung. Und er hat 72 Tempo, 7 60 Schuss, 79 Passen, 74 Dribbling, 82 Verteidigung und 83 Kopfball. Das ist recht gut für seine Verteidigung. Jetzt kommt James Milner. Ist nicht gerade nicht so der Verteidigungstyp, aber er gefällt mir mit 80. Also 73 Tempo, 77 Schuss, 84 Dribbling, 84 Pass, 79 Dribbling, 73 Verteidigung und 70 Kopfball. Verkauft für 1,5. Jetzt kommt Walcott. Ist der zweitschnellste Spieler in FIFA, Theo Walcott. Es gibt noch einen schnelleren, aber den hat es leider nicht im Ultimate Team. Ist sehr schade. Ich habe ihn für 5000 gekauft. Nein, für 2,8, Entschuldigung. Entschuldigung, haben wir verschaut. Und ja. 76, ich sage schon die Bude, 76, 96 Tempo, 70 Schießen, Passen 71, Dribbling 80, Verteidigung 46 und Kopfball 55. Jetzt kommen wir zum zweitteuersten Spieler in der Mannschaft, Joe Ashley Young, für 5000 gekauft. 89 Tempo, Schießen 76, Passen 75, Dribbling 85, Verteidigung 44 und Kopfball 46. Deswegen ist er auch links außen, weil er da kein so guter Kopfballer ist. Jetzt kommen wir zum teuersten. Mario Balotelli. Der hat da seine Scheiß gemacht, so dieser heftige Fischkopf, Alter. Normalerweise müsste bei dem jetzt. Entschuldigung. Mann. Da beim Schuss hier vorne sein, da schon hier platzen schon. Eine Stärke war da gegen gegen Deutschland vor letztes Mal gespielt hat im Länderspiel. Also 84 Tempo, 82 Schuss, 69 Passen, 84 Dribbling, 70 Verteidigen und Kopfball 73. So, das war das Team.
Und ich wollte mich nochmal für das Video davor entschuldigen, da habe ich den Preis leider nicht angegeben. Den tue ich aber auch in die Beschreibung. Und ich schreibe alle Spieler hin. Hat nur die Namen. Und vielleicht noch die Nation. Ah, die Nation braucht ihr nicht, ich könnte alles hier schon. Hat nur die Namen. Und der Preis für das Team beträgt ungefähr 25.000. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, haut rein. Euer Gaming Befehl.